Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Einiges los sein wird am Freitag, denn ein Tiefdruckgebiet wird über Norddeutschland ziehen und eine Kaltfront, die überquert besonders den Süden und den Osten Deutschlands. Ja, und damit kann es auch Gewitter geben. Wir schauen uns das wie immer alles im Detail an und blicken zunächst auf die Wetterlage. Und zwar wird es am Freitag Ex-Eduard sein, das Tiefdruckgebiet, was das Wetter bei uns bestimmt. Das war irgendwann mal ein Tropensturm, deswegen hat er auch den Namen Ex-Eduard. Weil es eben mal ein tropisches Tief war, damit lassen sich natürlich immer gut Schlagzeilen machen. Klingt sehr gefährlich, ist aber im Grunde ein stinknormales Tief, so wie wir es immer haben, mit denen wir es immer zu tun haben. Das hat mit einem Tropensturm oder so überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, wie sieht es dann im weiteren Wochenendverlauf aus? Und zwar wird sich mehr Hochdruckeinfluss durchsetzen. Von Frankreich her, von Westeuropa breitet sich das hoch Richtung Deutschland aus. Wir liegen aber zunächst eher an der kühlen Schulter, vor allem eben der Norden Deutschlands, der wird dann noch von dieser kühleren Nordatlantikluft beeinflusst. Also im Großen und Ganzen dann auch noch ein bisschen feuchtere Luft, die von der Nordsee reinkommt. So ganz eben super sonnig und vor allem auch so richtig warm wird es im Norden. Dann auch am Wochenende erstmal nicht. Und vor allem die Nächte, die werden dann auch am Wochenende teilweise einstellig frisch werden. Alles jetzt nacheinander in der Vorhersage. Und zwar auf den Freitag schauen wir mit einer Prognosekarte aus unserem Super-HD-Modell. Wir sehen, dass sich eben nach Norden und nach Westen hin diese Regenfälle halten. Teilweise schauerartige Regenfälle ziehen hier durch. Und dann formieren sich vor allem eben von Süddeutschland, teilweise auch so bis in den Osten, dann einige kräftige Schauer und Gewitter. Hier im Vorfeld der Kaltfront diese rosa Signale für Gewitterzellen. Dort kann es dann eben örtlich auch mal kräftig krachen. Diese Prognosekarten werden auch nochmal alle 6 Stunden aktualisiert. Verlinke ich euch mal hier oben, schaut da nachher einfach mal rein. Da könnt ihr mal die Prognose nochmal durchgehen, wie das mit den Gewittern aussieht. Da gibt es immer noch ein bisschen Spielraum, dass sich da noch was tut in den neuesten Berechnungen. Ja, schauen wir uns die Vorhersage an. Am Freitag große Unterschiede, das Tief wirbelt das Wetter durcheinander. Es wird zunächst mal noch im Süden und teilweise auch so bis zur Lausitz rüber nochmal richtig warm werden, beziehungsweise heiß. Teilweise 30 Grad und mehr, ja, nach Norden und nach Westen hin. Im Großen und Ganzen wird man gar keine große Änderung merken. Hier wird es einfach häufig dann auch bedeckt sein. Zwischendurch mal ein paar sonnige Abschnitte, schauerartige Regenfälle ziehen durch, die auch mal durchaus kräftiger sein können. Ja, und später, nach sonnigem Beginn, bilden sich dann eben im Süden und nach Osten hin dann teilweise kräftige Regenschauer und Gewitter im Vorfeld dieser Kaltfront. Die können örtlich unwetterartig ausfallen. Am ehesten ist die Unwettergefahr am größten Richtung Südbayern, so von Oberschwaben auch, Bodensee, rüber dann bis nach Oberbayern und Niederbayern. Da kann es dann eben teilweise auch im Nachmittags- und Abendverlauf örtlich Unwetter durch heftigen Starkregen, Hagelschlag, aber auch schwere Sturmböen geben. Wenn so eine Gewitterfront aufzieht, dann durchaus heftige Böen, die dann die Hitze dort sozusagen wegfegen werden. Ja, schauen wir uns das Ganze mal fürs Wochenende an. Da sehen wir dann doch, dass sich das Wetter deutlich beruhigen wird unter dem Einfluss dieses Hochdruckgebiets. Aber es wird eben nicht ganz stabil sein. Es werden noch ein paar Schauer durchziehen, vor allem tagsüber. Gibt es immer noch mal dickere Quellwolken. Häufig dann so auch mal ein sonniger Beginn, tagsüber diese kompakten Quellwolken, die sich bilden in dieser etwas feuchteren Luft. Ja, und die Temperaturen insgesamt gedämpfter. Weiterhin aber doch noch recht große Unterschiede, denn Richtung Oberrhein, da bleibt es bzw. wird es auch am wärmsten. Nach Norden hin wird es teilweise mit der 20-Grad-Marke schwierig werden. Die Kaltfront legt sich übrigens Samstag dann noch an die Alpen, also hier in Südbayern doch eher ein verregneter Tag. Nachmittags, abends lassen die Regenfälle hier dann aber auch langsam nach. Wie sieht es in der neuen Woche aus, der Trend? Morgen machen wir mehr zum Trend für die neue Woche. Schauen wir aber mal zunächst mal auf Hamburg. Der Norden wartet ja teilweise auf stabiles Sommerwetter. Das wird insgesamt schwierig werden. Es deutet sich hier im Trend für Hamburg so ein bisschen ruhigeres Wetter sozusagen, häufiger auch mal trockeneres Wetter an. Aber eben, ihr seht, der Superrekord-Hitzesommer, der angekündigt wurde ja von einigen Medien, der ist hier weiter im Norden nicht in Sicht. Nach Süden hin tendenziell größere Chancen, was auch völlig normal ist, dass es im Süden auch mal längere Zeit sommerlich warm oder heiß wird. Aber hier im großen Norden, da ist im Großen und Ganzen nichts in Sicht, auch wenn es etwas wärmer wird, wieder dann im Verlauf der nächsten Woche. Den Trend für euren Ort, auch oben in den Infokarten, wie immer Update so 10.30 Uhr rum, da könnt ihr für euren Ort den neuesten Trend schauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, macht's gut, bis bald und ciao.